So, da bin ich wieder. Fenster ist offen. Ich merke schon, wie die frische Luft einströmt. Ihr seht ja, die Tür ist offen. Ich glaube, die Tür sieht man ja jedes Mal in meiner Facecam. Und ja, Motte ist übrigens auch tot. Oh, oh shit! Okay, Leute, es wird Zeit für unsere Waffe hier. Dam, dam, dam. Friss mein. Oh! Alter, das Ding ist unter Wasser. Wo bist du? Ah, hier ist er. Oh yeah, das Ding macht richtig Laune. Das macht schön fett Schaden. Das sieht aus wie so ein Ding, womit man Wale fängt. Kennt ihr das? Irgendwie am Ah, mir fällt einfach das Wort. Keine Ahnung, wie sich das Ding bezeichnet. Oh, oh, Alter. Das ist gerade ein bisschen creepy, weil der könnte eigentlich von überall auftauchen. Bam, 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 bam. Ich glaube, Munition spawnt immer wieder neu, also da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Mal sehen, wie die Munition weg ist. So, wo ist dein Schwänzchen? Wo ist dein Schwänzchen? Wo ist dein Schwänzchen? Wo ist dein Schwänzchen? Da bist du ja. Da ist dein Schwänzchen. Naja, scheint so vom Schwierigkeitsgrad. Ist, glaube ich, mal ganz okay. Ist nicht besonders heftig. Man muss halt nur auf diesen Wurm hier achten. Oh, jetzt kommen sogar schon zwei. Drei. Gute Nacht, mein Bruder. Da geht jetzt auf Tauchstation. Das haben wir mal schön hingekriegt. Und wir haben einen Schlüssel, hat er uns auch noch ausgespuckt. Ja. Wir tanken uns jetzt noch voll mit Munition und dann spazieren wir durch diese Tür da vorne. Ganz einfach. Oh, das tut auf jeden Fall gut, dass ich die Tür aufgemacht habe. Ey, vorhin, also echt. Vorhin habe ich echt kurz gedacht, ey, gleich mache ich die Augen zu und lieg hier, weißt du? Und das, meine Freundin ist nicht da, ich muss die später abholen. Es wird ja nicht besser. Gut. Ah, hier ist noch ein bisschen Munition. Und dann sollten wir eigentlich in den Tower gelangen. Mal gucken, ob direkt der Boss kommt von diesem Tower oder ob wir erstmal... Alpha Leader, do you copy? Oh, der Schwule. Crystal clear, sir. What was the noise? There was a hostile creature in the tunnels. For some reason, it's presence for cutting the transmissions. I couldn't hear you before, with about second wave. Sir, how much hounds were sending a second wave with all they have? Like a bitch. We are an easy target here, so we're moving back to take positions in the city. Ah, da will sie zurückziehen, wieder zurück in die Stadt. Ich glaube, es geht los. Were you dropping mines after our steps, but it won't stop them for long? Well done, Ivan. Now listen to me. I reached the base of the tower. Now I have a unique opportunity to infiltrate inside a master brain's lair. Heute hat aber wirklich viel zu sagen, ey. Mir tut langsam der Hals weh. I won't be able to lead you from here, so I leave you the control of both Alpha and Delta squads. Alter, jetzt hat er schon die Kontrolle von Alpha und Delta. This will be a ditch view battle. I'll do my best, sir. Bitch. Oh Gott. We will meet again. Ada in hell. Freeland, good luck. Deine Mutter. Schwitzt beim Kacken. So, weiter geht's. Ich hatte hier gerade ein kleines Problem mit meinem Movie Maker und hatte einfach hier meine Facecam aufgehört aufzunehmen. So, wir sind jetzt hier wirklich, glaube ich, im Tower oder beziehungsweise auf dem Weg dahin. Und wir wechseln jetzt erstmal wieder die Waffe hier auf unsere normale M4, um einfach ein bisschen Munition zu sparen. Alter, das ist hier ein Labyrinth, glaube ich. Ja, die Grafik gefällt mir immer mehr. Also das sind hier immer richtige Texturen. Ausnahmsweise. Und wieder Ottifanten. So viel zum Thema neue NPCs.
hätten wir ein bisschen Leben. Brauchen wir nicht. Haben 130. Sollte ausreichen. So, oh Gott, drei Otifanten. Heilige Scheiße. Hey Leute, sagt mir mal lieber, wo euer Chef ist. Ich will einfach nur euren Boss töten und dann weg hier. In Frieden meine Familie besuchen gehen. Mit meinem Sold den Rest meines Lebens genießen. Denkt ihr so Kriegsveteranen? Was ist das? Die sind jetzt, wie soll ich sagen? Irgendwie ein großer Krieg, ne? Und ein, und einer riskiert sein Leben, hat sich schon fünfmal irgendwelche Knochen gebrochen, hat vielleicht sogar dauerhafte Schäden und so weiter. Und nach 10 Jahren kommt er aus dem Krieg raus und hat natürlich ewig viel Sold. Aber kriegt er wirklich so viel, dass es für den Rest seines Lebens reicht? Und vor allen Dingen, wenn er erst 30, 35 Jahre alt ist, ja? Normalerweise, wenn man 10 Jahre gekämpft hat und sein Leben kurz und knapp davor war zu verlieren und sogar minimale dauerhafte Schäden hat, dann muss er ja eigentlich nicht mehr arbeiten gehen in meinen Augen. Dann hat er so viel in so einem hohen Maße schon gedient, dass man eigentlich von ihm nichts mehr verlangen kann. Ah, da brauchen wir erstmal wieder einen Schlüssel. Und selbst wenn er dann gerade mal 30 Jahre alt ist oder 35, ich finde, da hat er schon Dienst genug getan für sein ganzes Leben. Wie ist das eigentlich? Kennt ihr euch da aus? Muss so einer noch arbeiten gehen? Na, ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann ab dem Zeitpunkt für geschonte Arbeit auch eingesetzt wird. Wenn das jetzt ein Bundeswehrsoldat ist, dass er dann halt im Büro oder ein Aufseher oder sowas, dass er halt schon noch irgendwas macht in diesem jungen Alter, aber halt irgendwas an seine Situation angepasst oder so. So, ich habe immer noch keinen Schlüssel. Was mache ich hier eigentlich?